Völlig normal, was hier passiert. Passiert, ne? Passiert. Da kann man nichts machen. Das ist höhere Gewalt. Oder ein angepisster Moslem. Was? Für das folgende Spiel habe ich einen neuen Emulator installiert und eingerichtet, der mich davon abhält, die Maus abseits des Emulators zu benutzen, sobald ich das Spiel starte. Das ist voll scheiße, aber hey, was willst du machen, wenn diese tolle Original Super Nintendo Maus einfach nicht vom USB-Gedöns akzeptiert werden will? Ich breche ins Essen. So, ich lade mal eben das Spiel. Drück auf so. Ja, Moment. Immer mit der Ruhe. Ich muss einiges hier in dem Film machen. So, das erste Achievement haben wir im Sack. Das ist das Einfachste, was ich an den Achievements je gemacht habe. Ich nehme das übrigens auf, ne? Also das wird ein Mini-Best-of. Ich im Best-of. Yeah! Yeah! Bist du? Emily! Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Na, guck mal. Mario, ich mach alles bunt. Ich mach alles bunt. Ich mach alles bunt. Ah, ich bin dumm. Das ist ganz schön laut, ne? Ja, Mario anklicken, gleich Spiel richtig starten. Das war dumm. Jetzt war das I. Molekulare Verzerrung. Was macht das da? Ah, ein Yoshi. Wie oft ich früher mal aus Versehen auf Mario geklickt habe, weil er einfach rumrennen musste. Ah, Mann, das ist so. Ich muss den Stern erwischen. Ich muss den Stern erwischen. Dafür gibt es auch ein Achievement. Das wird das schwerste Achievement im ganzen Spiel. Wenn ich das habe, ist der Rest Pillepalle. Das Beste hebe ich mir auch zum Schluss auf, nämlich das Minispiel. Ich habe nämlich schon als Kind schwer getan, diesen dämlichen Stern zu erwischen, weil das absolut unfair ist, so schnell wie er da durchrauscht. Nein! Ich wünschte, ich hätte Schrautreflex, aber das habe ich nicht. Warte mal, ich mach mal das nochmal weg. Das I war für invertiert. Das passt diesmal sogar. Nächstes Achievement. Schon die Hälfte nach 10 Minuten. Krasser Speedrun. Hammer, ne? Der Burner. Ich bin einfach Gottgamer. Mist! Benutzt du jetzt eigentlich Super NES aus? Nein. Nein. Trotz Adapter und so weiter will der Emulator, der sogar empfohlen wird, um die Maus zu benutzen, ums Verrecken nicht die Maus akzeptieren. Es ist furchtbar doof und nervig. Also spiele ich jetzt einfach ganz normal mit der PC-Maus. Arschloch. Ist, glaube ich, auch besser, weil eine Maus mit Kugel? Schwierig. Naja. Mann! Es ist schön, dass der Stream begeistert und es ist auch schön, dass der Stream, dass es so angenehm ist, hier zu sein, dass man auch einfach dabei entspannt entschlummern kann. Vielleicht bin ich einfach nur stinklangweilig, kann ja auch sein, aber dann bin ich froh, dass ich wenigstens ein gutes Schlafmittel bin. Alter, willst du mich ver... Der kommt als erstes immer hier runter. Kannst du nicht schlafen? Guck doch nicht Stream. Kriegst du keinen hoch? Guck doch nicht Stream. Willst du dich schmerzvoll selbst umbringen? Guck doch nicht Stream. Das Allheilmittel für alles. Selbst für Überbevölkerung. Das ist der Wahnsinn.
Sollte das auch... Nein! Nein! Dieser verwechselte Stern. Vor allem bei Mario Kart oder Astral Chain auf normal kann man gut einschlafen, habe ich gehört. Ich weiß ja nicht, was du da gehört hast, aber es war da nicht zum Einschlafen. Definitiv nicht. Yes! Was regnet Items? Meine Fresse. Oh, ich habe das Spiel früher so gerne gespielt und ich habe es auch sehr oft gespielt, weil man sich einfach kreativ austoben konnte. So, lass mal kurz gucken. Was macht der Mario Kopf nochmal? Ach, der Mario Kopf war einfach das. Na, oh, die alten Quietschgeräusche! Ja. Ja. So, einmal wieder zurückholen. Wir gehen mal das ganze Zeug hier durch, ne? Ah, die verschiedenen Arten, das Bild wieder zu bereinigen. Voll toll. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, warum ich eine Brille brauche. Es sind diese komischen Effekte. Ah, es ist so schön. Ich liebe es. Ah. Ah. Gute alte Zeiten. Boah, was ich damit alles gemalt habe. Ich glaube, ich habe sogar Bomberman und so weiter damit gemalt. Das fand ich immer toll. Das hier ist mein Favorit. Ich muss irgendwann mal das alte Super Nintendo anschließen, damit wir uns das mal angucken können, was ich damals so verunstaltet habe. Man kann sich jetzt musikalisch austoben. Bin aber absolut nicht gut bei sowas. Es gibt nämlich ein Achievement für einen langen Song kreieren und den abspielen. Das wird jetzt gleich ganz furchtbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich bei sowas absolut scheiße bin. Ich glaube, ich rotze einfach überall ein bisschen was rein. Das hört sich zum Glück überhaupt nicht falsch an. Aha. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für eine musikalische Meisterleistung, die ihresgleichen sucht? 3, 2. Okay, du bist bereit. Fabulös. Wir machen das mal ein bisschen angenehmer, ein bisschen seichter fürs Ohr. Dann haben wir auch länger was von. Wunderschön. Wunderschön. Wuhu! Grandios! Ich hab mich übertroffen. Ja, ich mach mir jetzt ein Yoshi. Das hat man als Kind auch immer gemacht. Na, das war... Da, gute alte Zeiten. Gute alte Zeiten! Ah, und hier waren die selbstgemachten Pixelbilder. Ich erinnere mich. Ah, voll gut. Voll gut, Alter. Dann machen wir mal hier ein hautfarbenes Schäfchen. Sven Bombwollen, ein tolles Spiel für Familienfreundlichkeit bekannt. Das ist ein Rettern. Das machen wir lila. Oh mein Gott, Hase auf LSD. Ja, Mann. Dem Hasen geht's gut. Dem Hasen geht's bombig. Ja? Hä? Wenn der Name kommt, muss ich erst rechts und dann links klicken? Das verstehe ich überhaupt nicht. Wunderschön. Oh Gott. Bitte nicht. Doch. Wer kennt ihn nicht? Den Koopa im Mario-Pelz. Er schafft Chimären, Kreaturen des Bösen, missgestaltete Wesen ohne Herz, ohne Seele! Wie in Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ha! Sehr gut. Ein neuer Picasso wird geboren. Da können sich moderne Künstler eine Scheibe von abschneiden. Oder auch mehrere. Kann man so anbieten, oder? Ich finde, das ist das schönste Ditto, was ich jemals gemacht habe. Gibt es sonst irgendwelche kreativen Gelüste, die ich befriedigen kann? Soll ich irgendwas Bestimmtes mal versuchen zu zeichnen? Dich selbst? Auf Crack.
Ich glaube, das nehme ich als neues Emote für Twitch. Muss davon gleich noch einen Screenshot machen, dann habe ich ein neues Emote. Ich will das hinkriegen. Komm, das muss perfekt. Alter Maus. Und es ist noch nicht mal die Super Nintendo Maus. Den machen wir mal dahin. Warte. Hat seine Gründe. Völlig normal, was hier passiert. Passiert, ne? Passiert. Da kann man nichts machen. Das ist höhere Gewalt. Oder ein angepisster Moslem. Was? Ich speichere das erstmal. Ich glaube, man kann nur ein Spiel. Ich glaube, man kann nur ein Bild speichern, ne? Ich glaube, das war so, dass man nur eins speichern konnte. Und dann gehen wir gleich mal in das andere Minigame. Also in das Fliegenklatschen-Spiel. Da hab ich Bock. Das ist so toll. Oh, da ich ja nicht der beste Mausspieler bin, kann es sein, dass ich ab und zu mal verzweifelt so eine blöde Fliege versuche zu treffen. Ich hasse diese dicken Brummer. Hat geklingelt, mach mal jemand auf. Das sind übrigens Kackfliegen. Jetzt kommt der Obermufti. Epic Boss Fight. Aber es ist noch nicht vorbei. Es gibt drei Level. Wenn man die durch hat, dann fängt man wieder von vorne an. Ach, es ist egal, was man auf einmal. Okay. Das ist ein verdammter Ernst. Es ist gar nicht mal so einfach. Flacker, ne? Das hat gezählt? Nein! Ach, was da? Puh. Wie es mir geht? Ah, bestens. Ich mag das Spiel. Ich bin ein bisschen gestresst. Und ich lebe am Limit. Ich habe nur noch 2 von 6 Händen. Nein, ich bin voll rein. Ah. Das war's. Oh, hab noch einen. Nein! Das war's. Scheiße. Alter, 32 Level geschafft. Boah. Das war nur zum Warmspielen. Ich habe es als Kind geschafft. Als dummes, kleines Kind. Da werde ich es ja heute wohl auch schaffen. Mit dieser professionellen Leistung. Und ich benutze ja nicht die Originalmaus. Es ist doch zum Kotzen. Oh, die sind so nervig. Oh, war das knapp. Nein! Nein! Oh, du da! Hört sich an, wenn er immer sagt, höher, höher. Diesmal wird's. Ja, sauber, endlich. Boah. Ja. Ja. Wohl auch mal Zeit. Ja. Folgt mir. Kongratulation, Se. Der ist ja schon wieder völlig am Abdrehen. Dann sollte ich hoffentlich, wenn ich die 5000 habe, das Achievement anlocken. Ja! Okay, es war wirklich das. Einfach 5000 Hits erzielen. Nice. Das einfachste Retro-Achievement-Spiel zu vervollständigen. Danke! Gigi! Danke! Aber ich finde... Ich finde, damit kann man das eigentlich beenden, ne? Mit diesem wunderschönen Kunstwerk.